Willkommen zurück zu Empyreon. Jetzt muss ich doch kurz überlegen, wie das Spiel nochmal heißt. So, ich klatsche jetzt hier einfach mal meinen Überlebenskonstruktor. Und dann wahrscheinlich auch wieder alles reinschmeißen. Ja. Also an Material nehme ich an. Kupfer. Gibt es da auch eine schöne Taste für? Ja, Shift. Zimbarren, Rohre und so weiter ist wahrscheinlich auch zum Craften, oder? Kraftstoffzelle. Die Kraftstoffzelle. Ah ja, von dem Promethium-Pellet müssten wir ein paar verkraften. Da, genau, Kraftstoffzelle. Berge. Baugerät, Kern ist wahrscheinlich fürs Abbaugerät, oder? Munition? Quasi? Bergbaugeräte, Kern, Zwischenprodukt als Komponente für ein komplexes Endprodukt dient. Ja. Dann für also mehr Optionen, siehe Vorlage. Weg damit, Motorradbausatz, weg damit. Genau, da kannst du jetzt dann in dem Konstruktor rechts das 1, 2, 3, 4, das fünfte von links Symbol anklicken und dann kannst du ein Motorbike bauen. Das fünfte von links? Das sieht aus wie so ein Chipsatz. Wie sind Chipsatz? Alle Objekte? Von links 1, 2, 3, 4, ja. Man sollte links und rechts unterscheiden können. So, Motorbike. Oh Mann, Warteschlange. Ach, das muss man wahrscheinlich anstellen. Ja, wunderbar. Ein Motorrad. So, und dann brauchen wir so, Output. Ist so irgendwas, was man jetzt unbedingt herstellen sollte mit dem Teil? Noch nicht. Jetzt brauchen wir dann die Technikbäume. Okay. Was haben wir denn hier? Treibstoff, Tank und O2-Kern. Dann macht wahrscheinlich jeder eins. Ach nee, das ist noch mehr. Klonkammer, Generator klein. Ich werde mir erstmal auf eine Waffe gehen, und zwar aufs Sturmgewehr. Wo ist denn die Waffe? Der kleine Klongenerator. Ne, hier über ganz oben. Ach, könnte so man sagen. Weapons. Ach so, gibt noch mehr. Deswegen hat man so viele, viele Punkte. Alles und dann würde man normalerweise erst die Base nehmen, hier für Geschütze, für Verteidigung und so weiter und so fort. Aber ich würde mir jetzt erstmal die Waffe bauen, weil wir leben hier gefährlich. Ja, definitiv. Also okay, Sturmgewehr habe ich auf jeden Fall freigeschaltet, aber ich habe auch noch 19 Punkte zum Ausgeben. Die kannst du investieren, wie du willst. Wir kriegen genug Punkte. Ach so. Ist nicht wie bei Ark, wo man sich da absprechen muss. Nein, nicht so. Du kannst jetzt sagen, ja, für die Basis nimmt sich jeder das Zeug, das er braucht, damit auch jeder bauen kann. Ja. Aber dass einer dann, weiß ich nicht, einer sich das Hover-Vessel vornimmt, der andere das Small-Vessel. Ah, okay. Dann würde ich erstmal hier sowas wie Kanonengeschütze und so machen. Erstmal, oder für die Basis erstmal, dass man einfach ein bisschen bauen kann. Jupp, ich kann uns dann zwei Waffen bauen. Ich habe das noch gar nicht gelernt. Moment. Doch, das Sturmgewehr habe ich. Was brauche ich jetzt nochmal? Ich brauche Metallkomponenten und Elektronik. Oh, das ist ja eine schicke Sache eigentlich. Der Sauerstoffgenerator. Ja, den muss man ins Wasser setzen. Eben. So. Zwei Sturmgewehre. Okay.
Okay, was wäre jetzt sinnvoll? Brauchen wir erst einen Boden oder können wir einfach gleich irgendwelche Sachen machen? Moment, wo habe ich jetzt das? Also Sturmgewehr machst du, habe ich eben richtig gehört. Zwei Sturmgewehre mache ich gerade. Okay. Ja, eine Basis hätte ich gesagt, dann hier oben. Und dann bräuchte man halt einfach das Erste, was man bauen sollte, ist dieser... wo ist er denn? Nein, das ist Essen. Hier, den Basisstarter. Da hast du deinen Kern dabei. Den legst du auch in den Crafter und dann drückt man auf den Basisstarter. Und den braucht jetzt bloß einer bauen. Den baue ich gleich. Mhm. Dann können wir den zweiten können für was anderes verwenden. Vielleicht für eine zweite Basis dann. Okay, das heißt, ich muss ihn jetzt noch nicht bauen oder trotzdem bauen. Du kannst den Basisstarter bauen, aber ich würde den Kern einfach mal so lassen, weil wir können, glaube ich, auch so ein Ding übernehmen. Ach so, dann habe ich habe jetzt den Bau gestartet. Ja, macht nichts. Also. Hier in dem Konstruktor liegt jetzt ein Sturmgewehr für dich drin. Das andere wird gebaut. Ach, die Motorräder sehen so schön futuristisch aus. Elektronik. Das Sturmgewehr baut noch. Also, Munition 90 Kaliber. Ist das auch Kaliber 50? Oder nein, das ist ein anderes Kaliber. Hier ablegen. Da ist, da am Boden liegt was für dich. Hier. Es hat auch eine eingebaute Taschenlampe. Wow, das ist ja echt Hightech. Und ein Zielrohr. Sehr schick. Ich weiß nicht, ob sie den Grafikbug schon rausgetan haben oder nicht. So, und jetzt müssen wir Eisen farmen. Okay. Magnesium. Auf der Map war... Da hinten ist Eisenerzlager. Ich laufe den unauffällig. Einmal um den Deich rum. Fahren ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, ich wollte gerade mit der Maus schön die Kamera drehen, aber das funktioniert nicht. Geht aber. Dafür, dass es mit Tastatur gelenkt ist, ist das völlig in Ordnung. Da gibt es so deutlich schlimmere Spiele. Ich glaube, GTA ist mit Tastatur nicht so prickelnd. Ich hole gerade den ersten Mass Effect Teil nach und da das Fahrzeug zu steuern, ist echt ein Krampf. Oh, das habe ich schon gehört, dass das nicht so, so super sein soll. Mhm. Nee. Magnesium, Eisen, wir müssen nach rechts. Boah, der Bremsweg ist ja überhaupt nicht vorhanden hier. Wenigstens müssen wir nicht zu Fuß laufen. Ja, das ist richtig gut. Also das ist schon eine super Sache, dass man hier gleich das Motorrad bauen kann. Ich weiß aber nicht, ob sie es dann wieder rausnehmen, weil dann bist du dann doch ganz schön schnell, aber die Wege sind halt recht lang. Also ich glaube, da gibt es Pro und Kontras dafür. Ja gut. Kommt halt auch an, was da zuerst da ist. Aber gut, ich finde eigentlich auch realistisch, dass man nicht alles überall direkt hat. Oder logisch zumindest. Also wenn du da deinen Basisstartpunkt hast und dann hast du da gleich alle Metalle. Ja, das ist... Oh oh. Ups, sind wir zu weit gefahren. Boah, Bremsen. Die Kamera bewegen kann man gar nicht. Ach, so dann. Shift F kannst du es einsammeln. Ah, sehr schön. Dann klemmen wir das Motorrad uns unter den Arm. Und der. Schön in die Hosentasche. So, jetzt zeig mal, was der Zwerg kann. Ja, der kann hier. Minen ist doch hier sein Spezialgebiet. Meinen, nicht Minen. Achso, muss man die Sachen aufsammeln oder? Ach, F. Nur die Eisenteile. Schotter. Es gibt auch Schotter, den man mitnehmen kann, ja. Den kann man
irgendwas gebrauchen. Ich weiß jetzt aber jetzt auswendig nicht. Lass mal den Schotter erstmal liegen. Ist natürlich jetzt nicht so einfach zu unterscheiden. Normalerweise gräbt man und sammelt dann am Schluss, böse gesagt, die Leichen auf. Oh, da war Eisenerz. Noch mehr Eisenerz. Jetzt geht's langsam los. Das Abbauen ist ja wirklich wie bei Space Engineers hier. Echt? Ja. Habe ich bis jetzt schon. Funktioniert genauso. Oh, Level 6. 30 Punkte bekommen. Ein bisschen Eisen mitnehmen. Achso, der Schotter verschwindet aber zum Glück mit der Zeit, das ist gut. Achso, ich baue mich gerade einfach immer nur nach unten. Wie groß erstreckt sich das denn immer? Das kann ich dir nicht sagen. Ich baue meistens auch gern noch ein bisschen die Wände ab, bis der Vorrat dann oben auch erschöpft ist. Auch gerade, dass wir uns irgendwie noch einen Weg nach oben frei halten. Ja gut, man kann sich ja zur Not schräg nach oben bohren oder das Jetpack benutzen. Das stimmt, ja. So, schon ein bisschen aufräumen. Da kommt schön Eisen raus, sehr schön. So ist das. Level 4. Ich find's toll, dass das sowas auch so viel oder so schnell dann Level gibt. Ja. Dass es nicht künstlich in die Länge gezogen wird, dass es dann tatsächlich Fortschritt hat. Das finde ich bei Ark ja auch sehr extrem. Ja, da kommt es aber auf die Server-Einstellungen dann auch drauf an. Ja, aber so die Standardeinstellung ist schon. Ja, relativ langwierig das Ganze. Wenn man irgendwie eine Stunde braucht, um da irgendein Dino zu zähmen, das ist irgendwie. Ja, das ist ganz schön viel. Ich schick dir hier Steine runter, ja? Ja, super. Ich nehme nur das Erz, Steine. Hm. Wahrscheinlich stellen wir nachher fest, dass wir dich für irgendwas ganz Wichtiges brauchen, aber. Ich mach mal hier, was der hier ein bisschen hochkommt. Viel sehen tut man auch nicht. Hier liegt viel Eisen. Ja, ist cool, schön alles runter. Und du hast da unten aber auch einen guten Haufen, hm? Ja, ja. Muss ja. So. Hier unten ist es nur ganz schön dunkel. Oh. Einmal nachladen. Und weiter geht's. Nachladen? Ja, wenn der Treibstoff aufgebraucht ist, unten rechts, dann steht da dahinter eine 4. Das ist eine Ladung. Ach stimmt, die machen ja komplett voll. Biokraftstoff. Und die anderen, es gibt dann noch andere Bohrer, die schneller abbauen und weiter abbauen und die brauchen dann schon so Energieladungen, die man sich ein bisschen, ich weiß gar nicht mit aus, was man die sich zusammencraften muss. Aber es ist wie in allen Survival-Spielen, einfach alles behalten und nichts wegschmeißen. Ja.
Ja, 194 Eisenerz habe ich jetzt hier schon. Ja, da brauchen wir eindeutig mehr. Wie habe ich denn? Ich im Moment plus 91, aber es rollt ja alles zu dir runter. Richtig. Ich bin ja auch der Zwerg, ne? Das darf ja gar nicht anders sein. So, man sieht ja tatsächlich auch das Eisenvorkommen hier am Berg, oder? So dieses blaue. Ja, dieses. Ja, genau, diese Adern. Genau, also im Dunkeln ist das gerade echt schwer zu sehen. Oder meine Einstellungen sind noch zu dunkel. Interessant auch, wie der Berg hier reflektiert. Ja, sie haben sich bei dem Spiel echt Mühe gegeben. Und es ist halt wie immer noch Early Access. Man weiß nicht, welche Blöcke verschwinden und welche drinnen bleiben und was für Mechaniken. Mhm. Aber immerhin scheint es ja einen funktionierenden Multiplayer zu geben. Das ist schon mal viel wert. Es gibt ihn auch schon ein paar Tage länger als S-Turnier. Ja, klar. Aber da freue ich mich auch, wenn der tatsächlich funktioniert. Ja, ich auch. Mal gucken, ob das klappt. Aber eigentlich wäre es auch sinnvoll, wenn sie sich da erstmal darauf konzentrieren, das Spiel für einen Singleplayer vernünftig spielbar zu machen. Dann kann man immer noch optimieren. Ich muss ja sagen, dass ich das bei Factorio ziemlich krass finde. Die sich da, haben sich ja auch einmal komplett auf den Multiplayer gestürzt und versucht, so viel, also ein Spiel mal für so viele Spieler wie nur möglich zu machen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Bei Factorio war ich einfach nur in Factorio. Okay. Ja, Multiplayer gespielt habe ich auch nicht, aber die News immer durchgelesen. Und bei denen finde ich das auch gut. Du kannst Factorio auch tatsächlich im Multiplayer spielen, egal bei welcher Plattform du es gekauft hast. Also ob jetzt Steam oder GOG oder auf der Seite. Das ist gut. Halt so wie es früher auch war, einfach Spiel kaufen, egal wo, und dann zocken. Und dann gib ihm, ja. So sollte es auch sein. Ja, was, auf jeden Fall. Was ich das nächste finde, was sie unbedingt machen sollten, alle Hersteller, ob das PlayStation oder PC oder Xbox oder was auch immer ist, wenn es die Spiele für ein und dieselbe Plattform oder für mehrere Plattformen gibt, dann sollten sie auch plattformübergreifend spielbar sein. Ich finde, es kommt ein bisschen drauf an, ob man jetzt von der Maus- und Tastatursteuerung wirklich mehr profitiert als von einem Controller. Würde ich gar nicht sagen. Ich habe auf der PlayStation 3, bevor ich diesen PC hier hatte, diesen Mörder-PC, habe ich Shooter auf der PlayStation gespielt. Okay. Man kann den Controller so einstellen, dass der schneller als eine Maus reagiert. Es ist alles nur Gewöhnungssache. Das spielt man nicht runter und dann hat man eigentlich sogar mit dem Controller vielleicht sogar mehr Vorteile. Weil man die Finger nicht so verkrampfen muss. Mhm. Also da hast du wieder einen Vorteil. Ja, und mit der Maus hast du einen Vorteil, dass du präziser bist. Also überall einen kleinen Vorteil. Ja, das stimmt. Dann geht es. Aber zum Beispiel GTA. Das ist was, wo ich sage, es kann überall gespielt werden, weil ob du jetzt Maus und Tastatur oder ein Gamepad verwendest, solange du dich dran... Sowas wird eh nicht mit Tastatur oder mit Gamepad gespielt. Richtig, und dann ist halt die Sache, warum kann ich es nicht alles auf einem Server laufen lassen? Ja, Microsoft fängt ja langsam damit an, dass du halt die Xbox-Spiele auch auf dem PC spielen kannst. Richtig, Steam hat damit angefangen vor Jahren mit Portal 2. Aber stimmt. Nur mit der PlayStation. Ja, so bin ich zu Steam überhaupt gekommen. Das ist, eins ist gut, alle wären besser. Ja, anfangs ist es schon mal. Weil dann ist es auch nicht immer die große Preisfrage, was man haben will. Ja, Xbox kostet 100 und mehr. Aber die Wii, die hat zwar eine schlechtere Grafik, ist dafür aber günstiger. Und trotzdem kann man mit all seinen Freunden spielen, egal was sie für ein System zu Hause haben. Bei Wii ist ja die Frage, ob die Spiele dann überhaupt auf der Wii rauskommen. Das ist ja da auch eher das Problem gewesen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass es da eigentlich nur Nintendo-Spiele gab. Ja, nicht nur. Es gab schon Bayonetta, habe ich schon gesehen, für die Wii U und viel Resident Evil, also das ist jetzt auch nicht unbedingt Nintendo-typisch.
Aber wie gesagt, es ist halt dann alles noch der Unterschied. Bin ich jetzt ein Xbox-Fanboy, PC oder nur PlayStation? Es gibt halt solche Leute, die sagen, nee, Xbox fasse ich nicht an. Obwohl sie eigentlich gern diese Spiele spielen würden. Das ist ja, finde ich, dann nimmt man sich halt selber das Vergnügen, das man da hat oder hätte. Und meistens liegt es dann auch noch daran, was für ein System haben meine Freunde, weil ich will ja mit denen zusammenspielen. Ja, das ist auch problematisch, das ist richtig. Und dann kauft einem die Oma irgendein falsches System und dann kannst du trotzdem nicht mit ihnen zusammenspielen und zurückgeben willst du es ja dann auch nicht. Nee. Ja, von der Oma. Es ist immer dieses... Dann musst du eher die anderen darüber zu überreden, dass sie auf dein System kommen. So, jetzt habe ich keinen Brennstoff mehr. Ah, Reloading. Okay, und die 20 Minuten sind auch schon wieder um. Dann würde ich sagen, nach diesen interessanten Diskussionen beende ich einmal kurz die Folge. Und dann bis zum nächsten Mal.